Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Das ist wirklich so ein Thema, was immer, immer wieder gefragt wird, immer wieder zur Sprache kommt, wenn ich mich mit Müttern unterhalte. Der Energiehaushalt. Und deswegen habe ich hier jetzt nochmal meine 10 Favoriten für mehr Energie in meinem persönlichen Mama-Alltag. Und das ist Punkt 1, Atmen. Wir konzentrieren uns ja sehr, 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 sehr selten auf unseren Atem. Der läuft halt einfach so nebenbei. Und meistens atmen wir einfach im Alltag sehr, sehr flach. Wenn wir aber mehr Energie haben wollen, wenn wir mehr in unsere Kraft kommen wollen, müssen wir tiefer atmen. Und es ist immer schön, sich im Alltag so ein paar Anker zu setzen. Zum Beispiel immer, wenn ich an der Kasse stehe, konzentriere ich mich mal und atme tief ein und aus. Oder wenn ich an der roten Ampel stehe. Oder immer, wenn ich ein Glas Wasser getrunken habe. Oder zu jeder vollen Stunde. Je nachdem, was zu dir passt, such dir so einen Anker. Vielleicht ist es auch ein Schmuckstück. Und immer, wenn du merkst, du drehst an deinem Ring, ah, okay, jetzt ist wieder die Zeit, jetzt sollte ich mal wieder dreimal tief durchatmen. Und mehr muss auch schon gar nicht sein. Einfach ganz tief in den Bauch einatmen und lang wieder ausatmen. Und das halt dreimal machen. Da muss man nicht die Augen schließen, man kann das überall machen, das bekommt auch keiner mit. Aber das ist so, 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 so wichtig, einfach mal ein paar Mal am Tag tief ein- und auszuatmen. Punkt 2 ist meine Kurzentspannung, die ich sehr, sehr gerne mache. Von der habe ich auch schon oft erzählt, aber wir machen das einfach nochmal zusammen. Das ist nämlich auch was, was man mit Hilfe eines Ankers im Alltag ganz, ganz oft umsetzen kann. Ihr könnt das auch mit offenen Augen machen. Ich mache das lieber mit geschlossenen Augen. Und jetzt einmal tief einatmen, in den Bauch atmen. Und ausatmen. Und jetzt gehen wir die 4 Etagen ab und entspannen zuerst unsere Stirn. Lassen mal die Stirn los. Entspannen unseren Kiefer. Lassen den Kiefer los. Entspannen unsere Schultern. Lassen die Schultern los. Und entspannen unseren Po. Und lassen den Po los. Jetzt einmal dieses Gefühl der Entspannung spüren. Und dann wieder tief einatmen, ausatmen und weitermachen mit was auch immer du gerade getan hast. Punkt 3 ist bei mir natürlich Meditation. Also das ist wirklich, um Energie zu tanken, finde ich Meditation super genial. Auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Es gibt klassische Meditation für mehr Energie. Da verlinke ich euch gerne mal ein bisschen was in der Infobox. Aber auch wenn man Meditation nutzt, um gewisse Probleme zu lösen oder zu sich selbst zu finden, auf sein Herz zu hören, findet man wieder mehr einen Zugang zu sich selbst. Und das befreit unglaublich und macht Energie frei. Ne, also auch Chakra-Meditation. Wenn Energie frei durch alle Chakren fließen kann, ist es natürlich ganz, ganz wunderbar. Also auch Chakra-Meditation, super, super toll. Da verlinke ich euch auch gerne mal was mit unten in der Infobox. Mein 4. Tipp ist Pfefferminz oder Peppermint. Und zwar zum einen, das hatte ich heute Morgen tatsächlich, Pfefferminze gemischt mit noch wilder Orange in den Diffuser. Das ist so mein, wenn ich früh nicht aus dem Knick komme. Oder ich habe Pfefferminz auch in einem Roll-On gemischt mit einem Trägeröl. Und das trage ich mir dann gerne so, ne, wenn man so das Mittagstief hat. Oder auch mal dann so am Nachmittag und aber jetzt gerade keine Zeit hat, irgendwie sich auszuruhen, trage ich mir das gerne hier so hinten am Hals, im Nacken auf. Und da bekommt man nochmal so einen Energiebooster. Das mag ich sehr, sehr gerne. Ansonsten seit vielen, vielen Jahren mein treuer Begleiter Kurwach. Ich war ja noch nie ein Kaffeetrinker, auch nicht Milchkaffee, auch nicht Cappuccino. Ich mag diesen Geschmack einfach nicht. Aber wie auch viele andere, brauche ich das einfach. Aber wenn du es nicht gerne trinkst, ich habe halt nie Kaffee getrunken. Und dann gab es zum Glück bei Höhle der Löwen dieses Wundermittel. Und ich trinke das jetzt seit Jahren fast täglich. Am Anfang musste man es im Internet bestellen. Mittlerweile gibt es das bei Rossmann, bei DM, bei Edeka. Also bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich das jetzt ganz normal kaufen kann. Obwohl es auch ganz cool ist im Internet, kann man sich halt Großpackungen bestellen. Ist eigentlich auch mal ganz geil. Genau, also Kurwach kann ich wirklich jedem empfehlen, der nicht auf Kaffee steht oder einfach mal was anderes ausprobieren möchte. Also ich beschreibe das immer so, es ist wie Kakao mit halt Guarana. Also hat auch wirklich diesen Schokogeschmack, was ich sehr, sehr gerne mag. Und ich verlinke euch mal Kurwach auch einfach unten in der Infobox, wenn ihr tatsächlich noch nie was davon gehört haben solltet. Ansonsten ist mein Tipp Nummer 6,
wirklich auf seine Bedürfnisse zu hören, auf seine Bedürfnisse zu achten und die auch auszuleben. Weil wenn ich darauf höre, was brauche ich, was braucht mein Körper gerade, auch damit mache ich wieder Energie frei. Wenn ich das nicht unterdrücke, wenn ich mich selbst nicht kleiner mache, wenn ich mich selbst an erster Stelle setze und immer darauf achte, geht es mir gut, macht das was mit mir, dann hat man so ein Freiheitsgefühl und das schenkt unglaublich viel Energie. 7. Tipp ist Powernapping. Powernapping mache ich jetzt auch so seit einem Dreivierteljahr, ja, sehr, 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 sehr gerne. Da nutze ich auch ganz klassisch YouTube-Videos dazu. Gibt so 12 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, 45 Minuten, also mache ich auch so je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Und das schenkt unglaublich viel Energie, weil es dich erstmal, das ist angeleitet, erstmal wird man von Kopf bis Fuß entspannt und da drifte ich dann meistens schon weg und dann wird einfach auch mit dem Unterbewusstsein in dieser Zeit gearbeitet. Also ich nutze zum Beispiel auch sehr, sehr gerne Hypnosen und sowas. Das mache ich tatsächlich sehr gerne. Man wacht dann einfach auf, braucht so ein paar Sekunden, um klarzukommen. Also man wird auch aus diesem Powernapping rausgezählt, aus der Hypnose rausgezählt. Und dann hat man aber einen sehr, sehr großen Erfolg damit. Vor allen Dingen, wenn man es dann so ein bisschen regelmäßiger macht. Da verlinke ich euch auch gerne was unten in der Infobox. Dann, also Chor Wach übrigens, trinke ich meistens, das ist so mein Nachmittags-Kickoff. Morgens trinke ich ein Glas Wasser, wirklich direkt nach dem Aufstehen ein Glas Wasser mit einem Tropfen Grapefruit. Das ist so mein Muntermacher frühmorgens. Da, wo andere halt einen Kaffee trinken, gibt es bei mir halt Grapefruit. Mein Tipp Nummer 9 ist wirklich so eine gute Laune-Playlist für alle Fälle. Also das hat man ja manchmal so, wo man denkt, ne, am besten noch draußen graues Wetter und es regnet und man kann nicht raus. Und sitzt hier irgendwie mit den Kindern fest und ist eigentlich total kaputt und müde vom Tag, dann einfach diese Playlist reinhauen, weil egal wie müde du bist, das schenkt dir Kraft, das schenkt dir Energie, da fängt man an, sich mit zu bewegen, mit zu zappeln, man tanzt dann vielleicht auch, bekommt einfach gute Laune. Also das ist auch so für zwischendurch, wenn man halt gerade nicht sich zurückziehen kann, um zu meditieren zum Beispiel, ist das halt auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Und mein Tipp Nummer 10 ist meine Black Roll. Also es ich habe jetzt diese hier, also eine Faszienrolle. Das ist, glaube ich, auch keine, genau, das ist auch keine echte Black Roll, das ist also eine Faszienrolle. Ich nutze das tatsächlich sehr gerne. Es hat für mich so einen Massageeffekt. Also ich rolle da einfach einmal mit dem ganzen Körper, meistens so abends oder morgens, wenn ich irgendwie morgens nicht aus dem Knick komme. Also abends rolle ich da gerne einmal zur Entspannung einfach drüber. Ich habe ja auch immer sehr starke Probleme mit dem Nacken und auch hier im oberen Bereich. Da hilft mir die wirklich sehr. Oder heute habe ich es zum Beispiel auch morgens gemacht, weil ich war so ein bisschen noch so... Und dann bin ich da einfach einmal drüber gerollt. Und das macht auch einfach Energie, setzt einfach auch Energie im Körper frei. Das tut mir auch sehr, sehr gut. Ich verlinke euch da auch einfach mal was von Amazon unten in der Infobox. Und das waren so meine 10 Alltagstipps, meine Alltagsfavoriten für mehr Energie aus meinem Alltag. Wenn ihr jetzt noch einen ganz, ganz tollen Tipp für mehr Energie habt, dann schreibt ihn jetzt sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm gerne einen Daumen hoch und teilt ihn vielleicht mit euren Freundinnen, wenn die auch mal ein paar Tipps für mehr Energie brauchen. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!